Reisen ist das Thema des Jahres 2022 und das in mannigfaltiger Hinsicht. Viele Staats- und Regierungschefs begeben sich auf den Weg in eine nachhaltigere Welt. Das Virus ist noch da. Aber wir dürfen wieder reisen und die Deutschen tun es auch. Aber längst nicht wie vor der Krise. Und auch die Weltwirtschaft hat wieder Fahrt aufgenommen. Aufgestaute Nachfrage und riesige Konjunkturpakete treiben die Nachfrage. Das Angebot kommt nicht hinterher. Die logische Konsequenz sind Lieferschwierigkeiten. Waren Sie schon mal in einem Urlaub all-inclusive? Es gibt Sicherheit. Man kümmert sich um Sie. Genau so ist es mit den EU-Konjunkturpaketen. Und die wirken noch bis ins Jahr 2024. Aber all-inclusive hat auch Nachteile. Es gibt Dinge, die möchte man gar nicht haben. Und das sind die Warteschlangen am Buffet, am Pool, an der Bar oder im Museum. So ist das auch mit den Lieferschwierigkeiten. Wir haben einen Aufschwung inklusive Inflation. Obwohl wir es nicht bestellt haben. Das ist das große Bild. Schauen wir mal, was die Experten für die einzelnen Länder zu berichten haben. Und deswegen übergebe ich an meinen Kollegen Dr. Stefan Mütze. Die Deutschen haben quasi nun einen Reiseleiter gewählt in Form einer neuen Bundesregierung. Doch die Reisegruppe ist anspruchsvoll. Für die neue Bundesregierung dürfte die Konjunktur ein Selbstläufer werden, denn wir erwarten für Deutschland im Jahr 2022 ein Wachstum von etwa 4%, vorausgesetzt, die Industrie löst allmählich ihre Lieferprobleme und die Konsumenten fragen auch wieder mehr Dienstleistungen nach. Doch die Wähler wollen mehr. Sie wollen Digitalisierung und mehr Klimaschutz. Und hier wird es nun knifflig. Denn mehr Klimaschutz bedeutet natürlich auch, dass ein Teil des Kapitalstocks entwertet wird in der Industrie. Massiv muss investiert werden. Und daraus folgt, dass die Konsummöglichkeiten pro Einwohner eher niedriger ausfallen. Aus diesem Dilemma kommt man nur heraus durch technischen Fortschritt. Denn nur er ermöglicht es, klimafreundliche neue Produkte auf den Markt zu bringen und Prozesse, die die Produktivität erhöhen. Auch in den anderen europäischen Staaten läuft die Konjunktur aktuell sehr gut, beispielsweise Italien. Für Italien erwarten wir 2022 ein Wachstum von knapp 4%, das aber nach einem Wachstum von über 6%. Italien profitiert aktuell sehr stark von den massiven Hilfsprogrammen der EU. Trotzdem bleibt für Italien die Aufgabe, die strukturellen Probleme des Landes zu lösen. Soweit zu Europa. Wie sieht es nun in den USA aus und in China? Dazu mein Kollege Patrick Franke. Der amerikanische Konsument hat sich ja einen Ruf erworben als Weltkonjunkturlokomotive Nummer 1. Das gilt heute mehr denn je. Im laufenden Aufschwung hat sich die Nachfrage deutlich schneller erholt als das Angebot, kräftig angeschoben von der Fiskal- und Geldpolitik. Mittlerweile ist die Zeit für fiskalische Konjunkturpakete vorbei, aber die Notenbank gibt unverändert Gas, so als gelte es, riesige Nachfragelücken zu schließen. Die Folge sind die bekannten Engpässe und neue Rekordstände beim Handelsdefizit. Allen vorangegangenen Bemühungen Donald Trumps zum Trotz. Auf der anderen Seite des Pazifik, in China, ist die Situation genau umgekehrt. Dort haben sich Produktion und Exporte schneller erholt als die Binnennachfrage, insbesondere der private Konsum. Das heißt, die globalen Engpässe wären ohne China größer, nicht kleiner. Ob diese Konstellation 2022 Bestand hat oder ob sich da irgendwas verschiebt, bestimmt, wie schnell in der Weltwirtschaft Nachfrage und Angebot wieder ins Gleichgewicht kommen. Und das hat erhebliche Auswirkungen für die internationalen Finanzmärkte. Volatilität ist das Thema des Jahres 2022 an den Kapitalmärkten.
das Spannungsfeld zwischen Lieferschwierigkeiten, Inflation und wann erhöht welche Notenbank die Zinsen. Am langen Ende erwarten wir in unserem Hauptszenario einen Anstieg und die 10-jährigen Bunds in den positiven Bereich. Der Anstieg nach oben wird aber begrenzt, weil die EZB weiter Staatsanleihen kaufen wird. Der Aktienmarkt hat auch noch etwas Spielraum, aber der Peak, also der höchste Wert, wird vermutlich nicht am Ende des Jahres sein. Und die Volatilität treibt das genau mal rauf, mal runter. Und mit umgekehrtem Vorzeichen werden wir das im Laufe des Jahres bei Gold sehen. Euro, getrieben durch die Zinserhöhungen in den USA und in der Eurozone. Die Fed wird die Zinsen bereits im Jahr 2022 erhöhen und die EZB folgt im Jahr 2023. Das führt dazu, dass der Dollar im ersten Halbjahr stark ist und dann im zweiten Halbjahr 2022 der Euro folgt. Und Wohnimmobilien werden relativ stark sein im Jahr 2022, weil die Konjunktur läuft, weil die Zinsen relativ niedrig bleiben und die Nachfrage weiterhin sehr hoch ist. Ein Urlaub wird nicht gleich zum Horrortrip, wenn nur eine Sache daneben geht, aber wenn alles daneben geht. Und so ist es auch an den Kapitalmärkten. Da kann sehr viel Negatives passieren. Corona kann noch unangenehmer werden. Mutationen, wieder Restriktionen. Der Protektionismus flammt wieder auf. Geopolitische Spannungen, nationalistische Tendenzen, Spannungen zwischen der EU und Polen. Und wenn all das zusammenkommt, bricht der Aufschwung ab und die Arbeitslosigkeit steigt. In diesem Negativszenario gehen die Zinsen nach unten, der Aktienmarkt nach unten, Gold rosiert natürlich, der Euro leidet auch, weil in Krisenzeiten performt immer der Dollar. Und die Überraschung, Wohnimmobilien laufen weiterhin relativ gut, weil die Zinsen niedrig bleiben. 2022 kann aber auch eine Traumreise werden. Nämlich dann, wenn Corona aus unserem Alltag verschwindet und nur noch ein Thema von gestern ist. Keine Restriktionen mehr, wirtschaftliche Aktivität. Biden gibt den Protektionismus seines Vorgängers sogar noch auf. Die Schwellen- und Industrieländer arbeiten mit Blick auf Nachhaltigkeit zusammen und es wird massiv investiert in Nachhaltigkeit, sowohl vom privaten als auch vom öffentlichen Sektor. Dies führt zu einem Produktivitätsschwung und führt zu einem längerfristigen Aufschwung. In diesem positiven Szenario erwarten wir stärker steigende Zinsen. Der DAX geht in Richtung 18.000 Indexpunkte. Gold können Sie dann vergessen. Der Euro geht auch stark. Und Wohnimmobilien performen dann schlechter als im Hauptszenario, weil die steigenden Zinsen belasten. Fassen wir das mal schnell zusammen. In unserem Hauptszenario All-Inclusive haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 75%. Der Horrortrip hat eine Wahrscheinlichkeit von 10% und für die Traumreise bleiben 15% über. All das können Sie auf unserer Webseite nachlesen und noch viel mehr bei Ländern und den Vermögensklassen, ergänzt durch Nachhaltigkeitsaspekte. Und wir haben ein Schmankerl für Sie eingebaut. Urlaubsfotos des Teams Research und Advisory finden Sie dort. Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2022 eine gute Reise.